Tele 1 Nachrichten mit dem Philipp Breit. In der Woche Mitte sind wir an dem Mittwoch, 29. Juli, und wir haben unter anderem diese Themen in der Sendung. Wie weiter mit Grossveranstaltungen? Für den Bundesrat ist sogar ein Totalverbot bis Ende März möglich. Schutzkonzept der Schweizer Fußballliga. Nächste Saison sollen mehr Fans ins Stadion, die aber nur mit Masken. Und Ansturm auf Feuerwerk. Ein Haufen Schweizer sind am 1. August daheim und kaufen dafür fleissig Raketli. Bleiben Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten bis im März nächstes Jahr verboten? Oder braucht es ab dem September eine Bewilligung mit einem speziellen Schutzkonzept? Oder ist ab dem September wieder alles so wie früher? Drei Optionen prüft der Bundesrat im Moment, wenn es darum geht, wie es mit einem Veranstaltungsverbot weitergehen soll. Das schreibt der Tagesanzeiger. Klar ist, egal für welche Option sich der Bundesrat entscheidet, die betroffenen Branchen machen sich jetzt schon Gedanken. Die Toten Hosen vor zwei Jahren auf der Almend. Ein Konzert mit mehreren tausend Leuten, wo ohne die Veranstaltungstechniker nicht zu stemmen gewesen wäre. Wenn das Verbot für Veranstaltungen in dieser Grösse über den August raus bleibt, merken das auch Firmen wie die Bild- und Ton AG aus Rotenburg. Adrian Wangler und sein Team haben sich auf Anlässe mit weniger Leuten vor Ort eingestellt. Wir haben sicher angepasste Produkte. Wir sind bereit, die Schutzkonzepte auch umzusetzen, damit wir eben beispielsweise eine Generalversammlung haben, wo halt anpasst, dass lokal weniger Personen live vor Ort sind und der Rest via Livestreaming. Eben für Messen gibt es Besucherführungssysteme, es gibt Besucherzählsysteme, die wir haben. Wir haben dort wirklich angepasste Produkte, die wir haben. Und der Rest der Mannschaft haben wir sicher den Vorteil, dass wir sie auslasten können und immer wieder einsetzen in anderen Projekten, sei das bei den Festinstallationen von Multimediasystemen. Es ist die fünfte Jahreszeit in Luzern und in der Region, die Fasnacht. Tausende von Leuten feiern Jahr für Jahr am Strassenrand, doch das war vor Corona. Der Medienverantwortliche vom Luzerner Fasnachtskomitee, Peti Federer, sieht die Fasnacht 2021 nicht in Gefahr. Aber ja, die Fasnacht findet vielleicht einfach in anderen Formen oder Gefässen statt. Vielleicht wieder mehr in den Beizen, dass das wieder ein bisschen aufleben. Vielleicht gibt es irgendwie Wege und Methoden gleich auf gewissen Plätzen, das in koordinierteren Art und Weise das zu machen. So gross, wie es jetzt war, ist vielleicht eher schwierig. Der Luzerner Ständerat Damian Müller will nicht einfach blindlings grosse Veranstaltungen verbieten. Man müsse den Leuten auch Perspektiven bieten. Dafür müssen sich Politiker einsetzen. Dass der Regierungsrat in erster Linie jetzt auch über die Regierungskonferenzen muss Druck machen Richtung Bundesbern. Denn wir Parlamentarier haben auch den Auftrag, mit den Bundesräten zu reden. Aber, und das ist auch entscheidend, wenn man jetzt die Fallzahlen wieder anschaut, wenn man sieht, wie die Leute ins Ausland in die Ferien gehen, wie sie umgehen, dann steigen die Fallzahlen und dann wird es für den Bundesrat natürlich automatisch schwierig, dann wieder Bremsen zu lösen. Der Bundesrat entscheidet frühestens am 12. August, wie es für grössere Anlässe weitergehen soll. Vielen Dank, dass Sie mit uns wieder da sind! Wie es mit dem Veranstaltungsverbot weitergeht, betrifft ja auch den Fußball. Die Schweizer Liga will auf die neue Saison her, die Mitte September losgeht, so viele Fans wie möglich wieder ins Stadion reinlassen. Wie das soll gehen, das hat die Liga heute bekannt gegeben. Sertige Bilder von fast leeren Stadien soll es ab der Niva-Saison nicht mehr geben. Der Vorschlag der Liga, Maskenpflicht, keine Fans der Gastmannschaften und kein Stehplatz in der Super League. Der CEO der Swiss Football League sagt klar, so wie es bis jetzt gelaufen ist, kann es nicht weitergehen. Ja, es hat absolut katastrophale Konsequenzen. In den meisten Clubs würde einfach fast jegliche Einnahmen wegfallen. Und das würde nicht lange gehen, dann würden die ersten Insolvenzverfahren gegen Clubs schon kommen. Aktuell können nämlich gerade einmal 1000 Leute in ein Stadion. Beim FC Luzern findet man die Idee der Liga grundsätzlich gut. Das ist enorm wichtig, dass wir in der nächsten Saison mehr Zuschauer als nur mit 1000 anfangen. Was das genau bedeutet, das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau feststellbar, weil die Rahmenbedingungen die ändern fast immer noch täglich. Von dem her ist es eine riesengroße Unterstützung, wenn das wirklich so wäre, dass wir in der nächsten Saison mehr Zuschauer anfangen. Die Hälfte vom Stadion dürfte man dann allenfalls wieder mit Leuten füllen. Für die Swissport Arena zu Luzern heisst das gut 7'500 bis 8'000 Luzerner Fans. Alle mit Masken.
Es ist aber auch klar, dass das vielleicht kurzfristig, mittelfristig vielleicht eine Lösung ist, aber ganz sicher kein gangbarer Weg für die Zukunft. Zu einem Fußballspiel gehören die Fans, und das sind Fans vom Heimteam und das sind auch Fans vom Gastteam, das ist ganz klar. Am 12. August soll der Bundesrat dann entscheiden, wie es mit dem Veranstaltungsverbot weitergehen soll. Die Fußballsaison geht jedenfalls schon am 11. September weiter. Raketen, Zuckerstöcke oder Wunderkerzen. Am Samstag, am 1. August, werden wieder ganze Haufen Leute Feuerwerk abladen. Nachdem die Feuerwerkverkäufer in den letzten paar Jahren unterdürren haben müssen, rechnen sie jetzt in diesem Jahr wieder mit einem sehr guten Geschäft. Ich hätte gerne einen Zuckerstock. Ich bin eingeladen am 1. August. Die Vorzeichen für ein 1. August-Feuerwerk stehen gut. Schönes Wetter, aber kein Feuerverbot wegen Trockenheit. Das dürfte der ein oder andere Vulkan mehr über den Ladentisch bringen als andere Jahre. Dreifach-Vulkan, das ist das erste Mal, dass es so einen gibt in der Schweiz, oder? Die letzten zwei 1. August haben sie nicht so können ablassen. Silvester auch nicht so. Und man merkt schon, die Leute möchten wieder gerne Feuerwerk ablassen. Man merkt das schon. Das grosse Interesse ist an den Vulkan, einem ruhigen Feuerwerk. Die Vulkan produziert die Firma Bugano im luzernischen Neudorf. Der Toni Bussmann ist froh, bleiben Herr und Frau Schweizer dieses Jahr im Sommer zu Hause. Und nachdem aufgerufen wurde, dass wir eigentlich zu Hause Ferien verbringen im Sommer, haben wir gesagt, Häuser sind die Schweizer zu Hause, also haben sie Gelegenheit, einen Vulkan oder ein Raketli mehr zu zünden, wie sonst. Das hilft uns ein bisschen weit, weil ja die Vulkane werden bei uns produziert, also ist made in Switzerland. Und jeder, der einen Bugano-Vulkan anzündet, hilft uns ein bisschen, über die Runde zu kommen. Was der Feuerwerkshersteller aber einen Strich durch die Rechnung macht, ist das Versammlungsverbot. Die meisten Gemeinden haben ihr 1. August fest abgesagt und darum kein grosses Feuerwerk gekauft. Dass Grossanlässe nicht stattfinden, das ist das Problem. Das ist ganz klar, das können wir nicht wegdiskutieren. Aber wir sind gewappnet. Wir haben in den letzten 20 Jahren 4-mal Trockenheit gehabt. Da haben wir nicht können im Handel verkaufen. Und so sind wir uns immer wieder gewöhnt, den Gürtel ein bisschen enger zu schnallen und mit der Situation umzugehen. 24,90 Euro, den wir hier ankleben, dass der Deckel nicht abgeht. Und so rettet die Privatkunden vielleicht das Geschäft. Weil es keine grosse Feuerwerk gibt, sieht es im Moment so aus, als zäuseln die dafür umso mehr. Danke. Wir haben den besseren Vorverkauf als der andere Jahr, wesentlich besser. Aber das Resultat wissen wir erst August am Abend. Bleibt das Wetter so gut, rechnen gewisse Feuerwerkshersteller dieses Jahr sogar schon mit bis zu einem Drittel mehr Verkäufen als gewöhnlich. Können Sie Nationalhymne noch dazu singen? Ade miteinander. Danke. Ein Autofahrer war heute Morgen gegen die 17:30 auf der Achsenstrasse von Flüelen Richtung Brunnen unterwegs. Als er am Schluss vom Tunnel Achsen war, ist auf einmal ein Stein so gross wie ein Fußball auf die Strasse gerollt. Der Fahrer hat es zwar noch gesehen, rechtzeitig bremsen hat er aber nicht mehr können. Verletzt hat er sich nicht, am Auto hat es aber einen Schaden von etwa 10'000 Franken gegeben. Um eine Idee für eine leichtere Einbürgerung im Kanton Schweiz geht es in den Kurznachrichten von Pia Riedweg. Die Einbürgerung im Kanton Schweiz soll einfacher werden. Das fordert SP. Im Kantonsparlament haben sie darum zwei Vorstösse eingereicht. Einerseits eine Initiative, die konkrete Erleichterungen für die Einbürgerung fordert, und einen Vorstoss, der von der Regierung weitere Vorschläge verlangt. In gewissen Schweizer Gemeinden wird durchschnittlich jeder zweite Einbürgerungsantrag abgelehnt. Gegen die geplante Überbauung Weihalde in der Stadt Kriens hat das Komitee das Referendum eingereicht. Innerhalb von 2 Monaten haben sie über 1'000 Unterschriften gesammelt. Das teilt das Komitee mit. Für die Überbauung mit 45 Wohnungen müsste Land umzonet und ein Stück Wald gerodet werden. Das Komitee verlangt, dass die Stadt Kriens das betreffende Land als Baulandreserve behaltet. Für Velofahrer und Fußgänger, die auf der Strasse zwischen Biberbrock und Feusisberg unterwegs sind, sucht der Kanton Schweiz eine bessere Lösung. Darum wird jetzt ein Projektwettbewerb gestartet, schreibt das Schweizer Baudepartement in einer Mitteilung. Der aktuelle Veloweg sei nicht mehr attraktiv und gefährlich, heisst es weiter. Geplant ist, dass in 4 bis 5 Jahren mit den Bauarbeiten angefangen werden kann. Flüchtlinge in der Schweiz sollen besser können, selber über ihr Leben bestimmen. Gut 200 Leute haben gestern Abend in der Stadt Luzern genau für das demonstriert.
Schweizer Asylsystem würde das Leben häufig fremd bestimmen. Und mit den Bundesasylzentren sei es seit März letzten Jahr noch schlimmer geworden. Zentren wie das auf dem Glaubenberg seien häufig weit weg. Die Leute haben strenge Präsenzzeiten und so sei die Integration schwierig. Die Demonstration war von der Stadt Luzern bewilligt. Zum Schutz des Coronavirus haben alle eine Maske angehabt, schreiben die Organisatoren. Es war ein Schock im Mai vor zwei Jahren. Im Europapark Rust hat es verbrennen und das Feuer hat unter anderem die beliebte Bahn die Piraten von Batavia komplett zerstört. Dass der Europapark die Bahn wieder aufbauen will, ist schnell klar. Und jetzt ist es endlich wieder so weit. Seit gestern sind die Piraten wieder zurück im Europapark. Anfangen tut die Bahn wie die alte. In der Dunkelheit fährt man mit einem Boot den Rampen runter und taucht ein in die Welt der Piraten im indonesischen Batavia von 1714, im heutigen Jakarta. Es ist eine Welt mit Dschungel und wilden Tieren, aber auch Piratenkämpfe und Stadtleben. Die Themenfahrt ist anders als früher, aber einzelne Elemente sind übernommen worden, wie der Affe, der den Zellenschlüssel vor dem Gesicht eines Inhaftierten schwenkt. Neues und Altes vermischt, das kommt bei den Leuten gut an. Wunderbar, einfach spitze, spitze, spitze. Ich bin sprachlos, ja. Also es ist gigantisch, wie es geworden ist. Immer noch wie früher, es ist echt, also wirklich 2.0. Du hast immer noch dasselbe Gefühl wie vorher. Die Gänsehaut, ich habe geheult da drin, das war echt so unglaublich krass. Ein super Weltklasse, absolut Weltklasse. 1987 wird Holland als dritter Themenbereich im Europapark aufgemacht. Piratenbahn ist die Attraktion, die Jung und Alt begeistert. Vor zwei Jahren der grosse Schock. Ein Feuer zerstört die gesamte Attraktion. Die Hitze ist enorm. 1600 Grad machen alles am Erdboden gleich. Für den Besitzer Roland Mack verbrennt seine Jugend. Er weiss aber schon, während das Feuer noch tobt, die Bahn wird wieder aufgebaut. Der heutige Tag ist für ihn darum besonders emotional. Und auf der neuen Themenfahrt ist er als Magier in Batavia sogar verewigt. Das ist schon eine besondere Emotion, ein besonderer Tag. Ich meine, wir haben alle darauf hingefiebert, nach dieser Katastrophe, die Wiedererstehung, die Legende ist zurück zu erleben. Das haben wir heute geschafft, toller Tag. Holland könnte sich nicht schöner präsentieren wie unter diesem Sonnenschein und mit den Schweizer Gästen, mit Paola, ein wunderbarer Tag. Die Schweizer Sängerin und Moderatorin Paola Felix eröffnet zusammen mit der Familie Mack, die sie schon mehrere Jahrzehnte kennt, die neue Piraten in Batavia Bahn. Mit Knall und Konfetti. Auch sie hat ihre Erinnerungen an die abgebrannte Attraktion. Ich bin die Piratenbahn auch gefahren und man taucht ja in eine magische Welt. Und ich finde es toll, dass sie wieder aufgebaut worden ist. Und das erinnert mich auch an viele Kinderlieder, die ich früher noch gesungen habe. In einem Lied kommt auch ein Piratenkapitän vor und so. Aber heute da sehe ich mich als die gute Fee. Die gute Fee darf dann die neue Bahn auch fahren, so wie auch Parkbesucher, die auf diesen Moment hingefiebert haben. Der Europapark dankt den Fans für die tausenden Briefe mit aufbauenden Worten, mit einer gewaltigen neuen Bahn und der schönen Hommage an 8 überlebende Figuren aus dem ehemaligen Eingangsbereich, die zurückgekehrt sind, wo sie hingehören. Zu den Piraten in Batavia. Die deutsche Moderatorin Birgit Schrowange ist schon lange im Fernsehgeschäft und hat in ihrer Karriere schon viel erlebt. Wie sie ihre Zukunft sieht, darüber redet sie bei uns jetzt gerade nach den Nachrichten im Sommertalk. Jetzt ist die beste Zeit von meinem Leben, das sagt Birgit Schrowange mit 62. Birgit, du willst eine coole Alte sein. Was heißt das für dich? Also eine coole Alte möchte ich werden, bin auf dem besten Weg dahin. Das heißt, ich möchte mir meine Neugierde bewahren, das ein bisschen Verrücktheit, das Kind in mir. Und ich möchte auf gar keinen Fall sagen, früher war alles besser. Über das Älterwerden rede ich mit der Birgit Schrowange und warum es ihr mitunter ihrem besten Schein war, ihre Haare nicht mehr grau zu färben und wie sie nach 10 Jahren als Single ihren Traummann kennengelernt hat, wo sie auch wird heiraten, heute im Sommertalk. Ja, später gibt es die Anna Zendi Geld mit dem Thema, wie man den Pensionskassenausweis richtig liest. Ich wünsche einen schönen Abend und gute Unterhaltung. Ade miteinander.